Nach dem vollgepackten letzten Monat nebst E3 steht uns eine Flaute an Neuerscheinungen in Sachen PC-Spielen bevor. Daher besteht die Monatsvorschau für den Monat Juli diesmal ausschließlich aus Indie-Titeln. Lauf, Runner, lauf! In Infinity Runner werdet ihr permanent gejagt. Das Indie-Spiel aus dem Hause Waves Interactive setzt dabei auf Parkour-Elemente gepaart mit verschiedenen Kampfsportarten. Wer jetzt am Mirror's Edge denkt, der liegt gar nicht so verkehrt. Das 14-Level umspannende Spiel wurde fest mit Oculus Rift im Hinterkopf entwickelt und verspricht in der virtuellen Realität die perfekte Immersion. Wie viele Zombies braucht es für ein Indie-Game? Richtig, über 9000! Am 2. Juli werden also Massen und Massen an Zombies über die Steam Early Access Server wandern. Im Actionspiel Over 9000 Zombies versucht ihr gegen die Zombie-Horden zu überleben und werft ihnen alles entgegen, was ihr zu bieten habt. Und das ist eine Menge. Stürmen also im Top-Down-Shooter von Mastertronic über 9000 Zombies auf euch zu, habt ihr mindestens genauso viele Möglichkeiten, sie auszuschalten. Wer die aus Warcraft 3 und Starcraft 2 bekannte Arcade-Map Night of the Dead mochte, der wird The Red Solstice lieben. Das Strategie-RPG-Action-Koop-Spiel bekommt von Iron Ward einen eigenständigen Ableger spendiert. Genre-typisch wird man mit 8 Kollegen in der Spielwelt ausgesetzt und versucht dort zu überleben. Die gigantische Karte mit tonnenweise Gegnern und die zufallsgenerierten Ereignisse machen es dem Spieler dabei nicht gerade leicht, eine Stunde lang nicht das Zeitliche zu segnen. The Escapist bietet die Gelegenheit, einen heiteren Einblick in das alltägliche Gefängnisleben zu erhalten. Aber natürlich wollen alle Insassen nur eines: fliehen! Um die eigene Flucht möglichst gut zu inszenieren, müsst ihr im Spiel von Team 17 unauffällig bleiben. Mit selbst ausgearbeiteten Fluchtrouten, verschiedenen Gegenständen und den eigensinnigen Mitgefangenen und Wärtern habt ihr eine Menge Möglichkeiten, euch den Titel Ausbrecherkönig zu verdienen. Im chilenischen Sidescroller Abyss Odyssey hüpft, schlagt und zaubert ihr euch durch eine düstere Welt voller Gefahren. Ihr könnt euch zwischen der frechen Kämpferin Catherine, einem geisterhaften Mönch und der spirituellen Magierin Pincoya entscheiden, um euch durch den namensgebenden Abgrund zu schnetzeln. Dabei spielt sich jeder Charakter je nach Skillung komplett anders, wodurch der Koop-Modus trotz der eingeschränkten Charakterauswahl euch sehr viele Varianten in der Spielweise bietet. Hat euch einer der diesmal etwas kleineren Titel gefallen oder wird der Juli für euch eine leere Wüste der Langeweile? Schreibt es uns in den Kommentarbereich.